finde irgendwie nicht die richtigen Worte. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, man hat mich auch wieder schon lange nicht gesehen, hatte aber mehrere Gründe gehabt. Ich war irgendwie nicht so motiviert, Videos zu drehen. Ich habe nämlich sehr, sehr viel gearbeitet in letzter Zeit, meistens nur einen Tag frei oder einen Tag unter der Woche und dann Sonntag nur. Und da hatte ich wirklich keinen Bock, Videos zu drehen. Ich habe echt keine Lust gehabt. Ja, ich wollte aber trotzdem, obwohl es jetzt schon bald ein Monat her ist, meine Geburtstagsgeschenke euch zeigen, was ich bekommen habe. Ja, und das war nicht das Einzige. Ich habe dann wollte ich mal Videos drehen, dann habe ich bis da unten Mundecken gehabt, habe ich auch wieder keinen Bock gehabt. Oder ich wollte vor kurzem Videos drehen, habe ich am Montag, glaube ich, war das, habe ich so eine riesengroße Fieberblase gekriegt. Und ich kicke immer die Kamera weg. Man sieht hier so noch ein bisschen. Furchtbar, wirklich furchtbar. Aber ja, was soll's, jetzt bin ich da. Schauen wir mal, wann mal wieder die Lust vergeht. Nein, Scherz. Es ist in letzter Zeit echt anstrengend. Es ist wirklich anstrengend in letzter Zeit. Und ich will halt nicht filmen, wenn der Stefan da ist. Das ist mir zu blöd. Fangen wir mal an. Ich will euch meine Geburtstagsgeschenke zeigen, was ich von Freundinnen und Kolleginnen, auch wenn manche Kolleginnen Freunde sind, habe ich die... Das war kein deutscher Satz. Ich kann nicht reden, ich schwöre es euch. Nochmal von vorne. Ich will euch die Geburtstagsgeschenke zeigen von Arbeitskollegen, aber auch Freunde. Was ja auch die Arbeitskollegen manchmal sehen. So, ich glaube, das versteht man falsch. Ich habe ja auch ein paar Freunde in der Arbeit. Also Freunde. Lass mal das jetzt mal so stehen. Also, die erste Arbeitskollegin hat mir die Tasche hier geschenkt. Ich wollte die nämlich unbedingt haben und habe sie voll gejammert, dass ich die haben will. Und sie gesagt, ich soll es lassen, sie schenkt mir das zum Geburtstag. Dann hat sie mir noch dazu, das wollte ich nämlich auch unbedingt haben, das ist so ein kleines Etui für, da drückt man da unten drauf und dann kommen da irgendwann die Karten raus, genau. Dann, mir ist die Tasche runtergefallen. YOLO, würde ich sagen. So, also die Tasche und dann hat sie mir eben diese, das sind jetzt natürlich keine Karten, aber das sieht man nur, dass das halt dann, wie das dann funktioniert. Das geht halt ganz schwer rein. So, wenn man dann da unten drauf drückt, also in die gegengesetzte Richtung, das Laschen nach unten zieht, kommen die Karten raus. Das heißt, man kann die Bankomatkarte reingeben und halt die Karten, die man halt für Shoppen brauchen würde. Finde ich urgeil, wollte ich unbedingt haben. Eine andere Kollegin hat mir was selbst gemacht. Sie hat mich nach Farben gefragt, was ich so an Farben mag und hat mir selber was gestrickt. Das sind so Säckchen. Also eher so Schuhe so ähnlich. Also so Schuhsäckchen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Sie hat auch gesagt, man kann das da oben so umklappen. Und kann das auch so tragen. Ich habe die bis jetzt noch nicht getragen. Ich mag sie nicht kaputt machen, ich sag's euch ganz ehrlich. Aber vielleicht probiere ich sie heute, weil jetzt habe ich sie euch ja endlich gezeigt und vielleicht trage ich die heute. Ich bin gespannt, wie die sind. Ich muss sie aber auch fragen, ob man das ganz normal waschen kann. Das habe ich nämlich gar nicht gefragt. Ich finde das so lustig, sie hat gelb und grün genommen. Die beiden Farben, die ich halt am liebsten mache. Das fand ich voll süß, ich habe mich so über die gefreut. Von der lieben, lieben Pitti habe ich wirklich viel bekommen. Ich habe urgeschaut, wie sie mir die ganzen Sachen geschenkt hat. Sie hat mir eine Kette geschenkt und die finde ich mega schön. Mich schauen auch die Leute auf der Straße an, wenn ich die trage. Die ist sowas von schön. Es ist so ein blaues Herz, was auch so einen lila Einschlag hat. Man sieht sie auch. Und so ja, eingefasert in dieses silberne. Ich finde die so schön. Ich wollte eigentlich heute tragen, aber ich habe vergessen. Die ist aber so wunderschön, ich liebe sie, ich trage sie auch oft. Die hat sie mir natürlich mit Kartonen geschenkt, aber ich weiß gar nicht, wo ich den hingeben habe, muss ich unbedingt schauen. Ja, dann hat sie mir noch ganz, ganz viele Tuchmasken und so geschenkt. Einmal eine Rittersport-Schokolade, Kirsche und Mandel. Da bin ich echt gespannt, wie die schmeckt. Da bin ich wirklich gespannt, wie die schmeckt. So, das muss ich euch mal zeigen. Dann hat sie mir so einen Massagestein geschenkt. Auf den bin ich. Ich habe auch einen von Mickey oder Minnie Maus und habe die bis jetzt noch immer nicht verwendet. Da habe ich mich urgefreut drüber. Und eine Handcreme, Rose, Poppy und Vanilla. Ja, ich finde die Verpackung voll süß. Dann hat sie mir noch die Augenpads in Herzform geschenkt. Von Juti. Und zwei Tuchmasken. Einmal die Chewbacca mit Kokos. Die ist so geil, die Verpackung. Und einmal von Garnier die Wassermelonenmaske. Ich bin so gespannt, wie die ist. Sie weiß ja, dass ich Wassermelone liebe. Und dann hat sie mir geschenkt ein Kopfkissen in Form eines Hundes.
Den kann man da auf der Seite aufmachen und dann ist das eine Decke. Sie hat mir das nämlich erzählt und ich war so begeistert davon, dass sie mir das zum Geburtstag geschenkt hat. Und das ist ein Hunzi. Jetzt sieht man ihn ein bisschen besser. Aber ich schlafe ehrlich gesagt urgern mit dem, weil ich finde den unbequem. Nein, Scheiße. Und ich finde die Ohren so süß. Und angeblich kann man das eben als Decke rausziehen, das habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht. Weil ich ihn euch auch zeigen wollte auch. Und ich finde den so knuffig. Der ist sowas von knuffig. So. Dann, das machen wir. Oh Gott, ich bin überfordert. Ich habe wirklich viel bekommen. Und deswegen bin ich etwas überfordert. Von der Tanja, da habe ich mich so gefreut. Die ist so verrückt. Ich habe mich sowas von gefreut. Sie hat mir zwei Sachen geschenkt. Und da habe ich sogar Duftproben dazu bekommen. Also die hat sie mir dazu geschenkt. Einmal Valentino und einmal einer von Givenchy. Bin ich so gespannt auf die zwei. Also den einen kenne ich eh, aber sie hat mir von Kenzo die Bodylotion geschenkt. Ich bin so dankbar, das ist so geil. Ich habe mich sowas von gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Und dann hat sie einen Vogel abgeschossen. Und da habe ich echt gedacht, ich sehe schlecht, wie sie mir das geschenkt hat. Da habe ich wirklich gedacht, ich sehe schlecht. Sie hat mir von Hermes den Twilly geschenkt, den O-Ginger, den ich unbedingt haben wollte. Und ich finde das so schön, wenn man mir da so zuhört, was ich extrem... Ich meine, bei mir ist es leicht, wenn man meine Videos schaut als Freund, dann ist das so leicht, was man mir schenken kann. Aber da sieht man, wie aufmerksam manche sind. Das finde ich sowas von schön. Echt unglaublich. So, von der lieben Kollegin, von der Drogerieabteilungsleitung, habe ich so eine wunderschöne Schachtel bekommen. Da werde ich Nagellacke reintun. Ich will nämlich meine Nagellacksammlung ein bisschen minimieren. Und habe mir so gedacht, ich behalte nur die, die ich auch benutze und gebe sie halt da rein und die restlichen gebe ich einfach weg. Schauen wir mal, ob ich das wirklich so durchziehe, wie ich es mir vorstelle. Aber ich will den Karton unbedingt für meine Nagellacke verwenden. Und ich will sowieso, das, wo ich die Nagellacke drinnen habe, will ich sowieso verwenden für meine Duftminiaturen. Wird mal Zeit. Boah, das ist dreckig. Das sehe ich erst jetzt. Heiligsblechle. Okay, egal. Also, in dem Karton sind ganz, ganz viele Sachen drin. Also ganz, ganz viele. Ich finde, es sind schon sehr viele Sachen. Also, ich habe ja auch zum Geburtstag so ein Riesenpaket gepackt und hier urviele Sachen rein dann. Und das hat sie nachgemacht. Sie hat mir, und da habe ich mich so gefreut drüber. Wir haben mal im Online-Shop was geschaut. Beim Müller Online-Shop in der Arbeit. Und sie hat gesehen, dass es so Kaktus-Glas-Markers gibt. Die schauen so aus. Ich habe mich so in die verliebt. Ich finde die sowas von herzig. Vielleicht kaufe ich sie mir nochmal. Schauen wir mal. Weil die hat sie mir jetzt geschenkt und ich finde die sowas von süß. Ich wollte die unbedingt haben, weil ich finde das so eine liebe Idee. Die kann man halt aus Glas tun und dann weiß jeder, welches Glas wem gehört. Ich finde das so genial. Da habe ich mich richtig verliebt darin. Und ich habe mich schon gewundert, dass sie mir nicht gesagt hat, dass das da ist. Weil ich habe es ja bestellt und sie hat mir aber nichts gesagt, weil sie es mir gekauft hat. Böses, böses Ding. So. Dann jetzt kann ich dann endlich die Schachtel für meine Nagellacke nehmen. Ich bin so happy drüber. Ich weiß euch. So. Ja, jetzt will das natürlich nicht so, wie ich das will, immer wieder typisch. So, dann hat sie mir von Happy Socks, Crazy Crazy Lady, hat sie mir die Mickey Mouse Socken geschenkt. Die war so auch schon wie Kirschen. Und ich wollte die mir nie kaufen, ich war zu geizig. Und jetzt hat sie mir die geschenkt zum Geburtstag, das finde ich so lieb. Und die waren nicht günstig, weil die Disney Socken von Happy Socks, die sind verdammt teuer. Dieses verrückte Mädchen. So, dann hat sie mir noch eine Schoko geschenkt mit Alles Gute von Milka. Habe ich wieder Nervennahrung. Und da bin ich fast ausgetickt. Ich habe mich so gefreut drüber. Sie hat mir den Escada Thai Sunset geschenkt. Den habe ich ja aufgebraucht. Auch ist auch, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Und ich habe den Duft ja so geliebt. Wer meine Videos kennt, der weiß das. Den habe ich ja auch in der Zeit verwendet, wo ich den Stefan kennengelernt habe. Und das verbindet das halt noch mehr. Und wie ich gehört habe, dass der wieder rauskommt und wieder, dass den wieder gibt, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich muss den dann unbedingt haben, wenn es den wieder gibt.
Und die Kollegin hat ihn mir gekauft. Ich bin so happy drüber. Ich habe mich so drüber gefreut, weil er war in Aktion und ich habe ihn dann doch nicht gekauft, weil jetzt ja wieder Schulungen sind und das, weil ich doch noch so viel Zeug habe. Ich meine, da komm, reiß dich zusammen und kauf dir nichts. Du hast eh so viel. Und ich habe eh auch so viele originale Düfte, was ich mal aufbrauchen will und ja. Aber ich bin so happy drüber und ich will den irgendwann, ich will den bald verwenden. Ich glaube, wenn wir Jahrestag haben, will ich den irgendwie verwenden. Damit wir so zurück in die Zeit, wo wir sie kennengelernt haben, irgendwie geschubst werden. Da ist so dreckig, das ist unpackbar. Ja, putzen wir mal nicht schlecht hier. So, dann habe ich von meiner lieben Samstagskraft von der Nissa. Da habe ich mich wirklich so totgelacht, wie ich das auspackt habe. Ich habe mich so totgelacht und so gefreut. Da sieht man, wie aufmerksam manche sind und so auf mich achten und schauen, was ich wirklich mag. Und das finde ich echt heftig. Das finde ich wirklich heftig. So, sie hat mir eine Kerze geschenkt, weil ich ja Kerzen liebe. Die hat, glaube ich, ihre Schwester gemacht, wenn ich mich nicht irre, und sie hat sie ihr abgekauft, glaube ich. Weil die hat so ein Projekt machen müssen in der Schule. Da haben sie sich quasi selbstständig machen müssen und da hat sie so ein Kerzengeschäft eröffnet, imaginär, und hat halt Kerzen angefangen zu machen. Und ich finde das so genial. Ich will die gar nicht anzünden. Sie hat sie auch noch in meiner Lieblingsfarbe mir geschenkt. Ich hyperventiliere gleich. Dann auch selbst gemacht. Hat sie mir Badebomben, die ausschauen wie Mini-Cupcakes, so ähnlich. Ich habe nämlich gesagt, ich soll sie noch trocknen lassen und noch nicht gleich verwenden. Deswegen ist gut, dass ich sie euch jetzt erst zeige, weil ich will die bald probieren, unbedingt. Weil ich wissen will, wie die sind. Der riecht noch interessant. Ich glaube, das riecht nach Rose. Ich finde das sowas von eine süße Idee. Na, und dann hat sie mir... dreimal, weil das da in der Schachtel nicht mehr reinpasst, hat es mir so geschenkt, hat sie mir dreimal das Cookie-Duschgel geschenkt. Das Cookie-Duschgel. Ich musste sowas von lachen. Das ist so eine liebe Idee, dass sie mir gleich drei Backups schenkt. Und dann hat sie mir noch was geschenkt. Und darüber habe ich mich auch extrem gefreut. Ich habe mir das Peeling davon, Bodylotion, Duschgel, glaube ich, und die Bodybutter habe ich vergessen mir zu kaufen. Und sie hat mir von Soap & Glory die Bodybutter geschenkt. Oh, ich freue mich so drüber. Ich bin so happy drüber. Da bin ich echt happy drüber. Ich freue mich schon, wenn ich endlich die Soap & Glory Sachen benutzen kann. Da freue ich mich wirklich drüber. Bevor ich es noch vergesse, ich habe noch von der Jasmin und von der Bianca einen TK Maxx Gutschein bekommen und von den Mädels von der Arbeit einen Wellness Gutschein, wo ich in die Therme gehen kann. So much love. Ich finde das so schön, weil ich auch ruhig lange gejammert habe, dass ich in die Therme will. Haben sie mir einen Gutschein geschenkt, meine Kolleginnen, ursüß. Ich quatsch, glaube ich, zu viel in der Arme. Die merken sich das alles. Aber ich finde das so schön. Ich finde das so, so schön. Ich bin so happy über die ganzen Sachen. Es ist vielleicht noch mehr Euphorie hier. Ich freue mich auch, dass ich die Sachen jetzt endlich wegräumen kann. Und auch ein paar Sachen benutzen kann. Hoppla, ich habe die Xbox im Hintergrund an. Hoppla. Ich habe fast was vergessen. Ich habe von der Bitty, das ist mir leider runterknallt. Von der Bitty habe ich noch das Duschgel bekommen, das Melone-Minze-Duschgel von Nivea. Habe ich komplett vergessen, euch das jetzt fast zu zeigen. Mir ist was runtergefallen. Ist ja eh klar. Und von der Mien habe ich auch noch was bekommen, weil da haben sie, also meine Schwester, sie, mein Freund und die Kinder und Dominik, haben mich mit einer Torte überrascht bei meiner Schwester zu Hause. Ich habe da leider die Kamera vergessen. Weil es war ja auch eine Überraschung, wäre ja dämlich, wenn ich daran gedacht hätte. Ich war in der Woche nicht so gut drauf. In der Woche war ich echt scheiße drauf. Und die Min hat mir zwei Lush-Badebomben geschenkt. Einmal so einen Hasen. Das wird man nicht sehen. Ich will das nicht rausnehmen, weil dann klebt das überall. Und eine Badebombe, glaube ich. Genau, eine Badebombe. Zeige ich euch eh wieder im Aufgebraucht-Video, wenn ich die dann benutze. Und ihr wisst ja, ich liebe Lush. Und da jetzt riecht die ganze Wohnung dann auch. Nur wegen dem Bittel da. Ja, ich freue mich über alle Sachen. Ich freue mich wirklich über alle Sachen. Ich finde das auch so schön, dass man sieht, wer da auf einen schaut. Das finde ich echt, echt schön. Und dass sie gucken, was ich mag. Zum Beispiel die Bitty mit den Melone-Produkte. Die andere Kollegin mit dem Escada-Duft. Oder die Tanja mit dem Twilly Hermes. Oder die Kollegin mit den Cookie-Duschgelen.
Oder die selbstgemachten Sachen, das finde ich sowas von lieb. Sowas von lieb. Ja, und wie gesagt, den Stefan Seins schauen wir dann, ob wir was gemeinsam finden, was uns gefällt. Dann kriegen wir Partnerarmbänder. Yay. So, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es mir jetzt ein bisschen kurz vorkommt, aber ich kann ja nicht 5 Stunden über dieselben Produkte reden. Ich freue mich schon, wenn ich das da in meine Dusche geben kann. Ich bin nur gespannt, wie ich das benutzen soll, weil ja das da kaputt gegangen ist, aber egal, selber schuld. Ich freue mich trotzdem drauf. Ja, jetzt höre ich auf. Ich weiß schon immer, was ich reden kann und irgendwie bin ich komplett Mischugge. Also höre ich lieber auf und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!